Brumm, brumm. Inspektor Schabulke. Yeah. Casebook. Kein Fall ist je vergessen. I know this isn't the usual case, partner. But it shouldn't take too long. Truth is, this is my aunt's house. Das ist der Weg zum Haus übrigens. She thinks her husband's gone missing. Das ist die Auffahrt. Man kann links und rechts gucken. Das ist total geil eigentlich. She lives here with my other aunt Elaine and Uncle Boris. My mom used to bring me here on the weekends. Mhm. Ach so, ja. Spoil me absolutely rotten. Und da ist das Haus. Warum hat jemand so einen Weg zum Haus? Alter. Aha, das ist das Haus und da ist ein Busch und da ist nochmal ihr Haus und da ist ein Busch. Ja? Let me go talk to them first. Ja, ja, rede mal mit denen. Da geht's rein. Okay, wir gehen jetzt rein. Das so Pseudo-3D, also ist nicht wirklich 3D. Ich, so schlecht finde ich es gar nicht, wird geschrieben, aber warte ab. Jimmy, okay, warte. Ich bin weg. Thank you. Auntie Elaine? Uncle Boris? Hello, James. So, what's happened? Margaret's got herself worried. Worried? My husband's disappeared. His ashes. Exactly. Marcus is gone. We've got to find him. Where was the last place you saw? Oh, me liebe! On the mantle. That's where he's always been. She, Elaine, where is he? Don't look at me. I haven't touched him. You have. You hate him being up there. It's morbid. But I wouldn't touch him. I've searched the whole house, James. Everywhere. She's done something with him. Margaret! Ich glaube, ich sterbe jetzt. You searched everywhere? Everywhere. Oh, except the basement. The stairs are too much. Well, don't look at me. I hate going down there. And as for Boris, I don't think he's been down there since the Cold War. Yeah, well, I think we'll take a look down there. Let them look if they want, Margaret. Thanks, Elaine. Dive! Dive! I'll be right back. Alter, ey. My aunt says she searched the house. Ja. She searched it. Okay. Ja, ich traste dir. So if that earns anywhere, it's gonna be down here. Ja, hier vielleicht oder da? I need you to find it. Ich guck dir auf den Sack. I know this place is a mess, but... Is that bread? Nein, das sind Hoden. Good luck, partner. I really appreciate this. Ja. Ciao. Mach's mal gut. Ist, We're was? Doing them a favor, but that's no reason to relax. You'll need to work through this room carefully. Piece by piece. Jo, peace out. Ich bin ein cooler Privatdetektiv. Okay, ich mach mal ganz kurz wieder. Sieht man das jetzt wieder? Da ist schon wieder der Krissel. Hallo, ja, das ist, Alter, diese Rentner da oben, ist einfach so, ich glaube, die haben sie einfach eingesperrt und so lange geprügelt, bis die bei dem Spiel mitgemacht haben. So, where is it? Wir sollen eine Urne finden. Markus Urne, das Spiel an sich, hier habe ich noch gedacht, Alter, geil, du musst ein Let's Play machen, das ist einfach zum Schießen, das Spiel ist einfach so mega. Und, wenn ich jetzt, hier kann ich zum Beispiel einfach so rumgehen. Ich kann tatsächlich hier in diesem Keller rumgehen und mich komplett umschauen. Ist ein bisschen PT-Style. Ich finde das halt mega geil. Es verschwurbelt zwar immer ein bisschen, sieht aber halt ultra realistisch aus. Und ich glaube, das sind einfach so lauter 3D-Fotos. Ich weiß nicht genau, wie die den Raum abgescannt haben. Ich finde es ziemlich geil. So, von daher, macht das Spiel aus. Ich kotze gleich auf den Bildschirm. Was? Jedenfalls, das finde ich eigentlich ganz geil. Und da oben sitzen die Rentner in ihrem gefangenen Wohnzimmer. Die werden wahrscheinlich weitergeprügelt, damit die nicht abhauen. Und wir müssen jetzt hier quasi right-click to get out your camera. Aha, ist ein bisschen Outlast. So, aim at the bread and left click. Okay, wir sollen jetzt das Brot fotografieren. So, da ist Brot. Wir können auch noch ranzoomen, damit man es richtig erkennt. So. Ansonsten, wir fotografieren das gerade mal. A stale loaf of rye. Does that seem out of place to you, partner? Whoever sliced it up sure wasn't paying attention. Und dann quatscht uns immer dieser Typ ins Ohr, so ganz komisch, als würde er ganz nah an unserem Ohr hängen, irgendwie so hier.
und sagt uns dann mal, Partner, und sagt immer 10-mal Partner in einem Satz. Ist wahrscheinlich YouTube-Partner, und dann redet der trotzdem die ganze Zeit so, voll unangenehm, als würde der warme Atem noch in unserem Ohr landen. So voll, bäh. Okay, wir haben Brot fotografiert. So, wir sollen jetzt weiter den Raum erkunden und hier Sachen fotografieren. Das ist geil. Brot fotografieren, the game. Tja, und dann können wir zum Beispiel hier, da ist noch was, da ist noch irgendwas. Aha. Nee. Achso, da können wir, glaube ich, im Close-Up drauf. Wenn da nämlich so ein Loop ist, können wir dann im Close-Up drauf. Und dann sehen wir hier, oh geil, köstlich, das möchte ich sofort verzehren. Alter, das sieht so ekelhaft aus. Das sieht aus wie Blutstuhl im Glas. So, Makroaufnahme. Blutstuhl. Chutney. It's like relish. The perfect addition to any sandwich. Wow. There's a lot of junk down here. I'm going to talk to Elaine. See if we can't narrow this urn hunt down. Bit. Oh. Would you like a cup of tea, Jimmy? Oh, no, thank you, Maggie. Ich möchte sterben. Ich gehe mir ein Grab schaufeln. You know what she's like, James. Always blaming other people for her problems. I may be old, but I take responsibility for myself. When did you see the urn last? Oh, a week maybe? Just before Margaret realized it was missing. And you didn't touch it? No, James. Things go missing. It happens. And then they turn up again. So things have been going... Yes, well, my brush, a ring, there's no mystery. We lose things sometimes. The way things disappear from the fridge, it's almost like Marcus was still alive. And then there's Boris's hat and his medals. Blah, blah, blah. I don't know what happens. Blah. It's always been like that, don't you? Blah, 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 blah. The things I put in my fridge tend to stay there. But I think I'm getting it. Und der Typ guckt immer besorgt. Der guckt immer besorgt. Remember what Elaine said? Food's been going missing. There's definitely a theme here. See if you can find any more, partner. Partner? Der ist echt so ein kleiner Grey die ganze Zeit. Und er guckt immer so. Der kann nicht normal gucken, der muss immer so. Und dann immer so nah am Ohr reden. Der Typ ist voll unangenehm. Das ganze Spiel ist ganz komisch. Ja, auf jeden Fall, ja, wir sollen jetzt hier noch finden, a hairbrush, a ring, medals ahead, items from the fridge, also Essenssachen, the food, where's the food, spannende Zwischenaufgaben. Das Problem ist nur, man hängt hier unten im Keller rum und macht 50.000 Fotos, ich demonstriere das gerade mal eben, ich mache jetzt mal sinnlose Fotos hier von diesem Stück Fleisch, da können wir sogar wieder mit Makroaufnahme, können wir so ein bisschen too far, hier können wir ein Stück Fleisch fotografieren, juhu. What is that? Dried meat? Nein. Außerdem ist das gar nicht dry, das sieht voll feucht aus. So, dann haben wir, sagen wir mal, hier ein Foto fotografieren, einfach nur vom alten Mann. Maggie's photo collection isn't exactly well ordered. But it's a good idea to check photos. Ja. Got a story to tell. Ja, Fotos haben eine Story zu tellen. Oh, da quatscht der gar nicht. Man glaubt es gar nicht, der quatscht sonst immer. Und ich sag's mal so, das ganze Spiel ist halt, es geht wirklich nur so. Hier haben wir noch einen Pfefferstreuer, Moment. All this food down here, like someone was making sandwiches. Why in the basement? Why in the basement? It's making me curious. It's making me curious. And hungry. And hungry. Voll der Ekelhafte. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah ja, eine Uhr oder was? Nee. The camera's full, partner. You should head to the van and analyze the evidence. Okay, pass auf, ich zeig dir. Siamese fireback pheasant. Mm. And it's seen better days. I never understood taxidermy. I never understood taxidermy. Partner, oh, partner. Partner. So, ja, das ist echt ein Horrorspiel. Ja, 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 ich höre auch gleich auf. Das. Nein! Eine Zwischensequenz. That's my van partner. Come in, my van partner. Welcome to the crime van, partner. Your shots are in the computer. Entschuldigung. Das ist doch nicht wahr. Ja, auf jeden Fall. Ja, to do. Das ist Detektivarbeit. To do. Wir müssen fotografieren. Process evidence. Sort and link. Hier, dann können wir hier so ein bisschen Evidenz. Ich mach das gleich aus. Hier.
Da haben wir die Fotos. You're gonna need to keep looking, partner. This isn't gonna help us. Und immer dieses komische Bild von dem Typen. My great-great-grandmother Ursula was really into the outdoors. Der sieht ein bisschen aus wie Ayman Abdallah von Galileo, oder? Wenn er so guckt, guck mal hier rechts jetzt hier. It's a bunch of women in hats. Mysteriös. Around a log. Okay. Mysteriös. Ja. That's my great-grandfather, Wallace Burton. He was quite the chess player, apparently. Apparently. So, Salt Grinder ist total spannend. Oh ja, jetzt können wir eine Collect a Chemical Sample. Wir haben jetzt Salz collected. Das Salz können wir jetzt erhitzen. Ist ein Crime-Spiel natürlich. There's a salt grinder. And the salt's fresh. Someone's been doing some seasoning down there. Someone been doing some seasoning down there. Ich glaube, der wichst beim Reden gerade heimlich. Ach stimmt, kann ich hier sagen. Ich kann das hier sagen. Mach's bitte aus. Ich mach das. Ja, ich musste ganz kurz die Fotos noch durchgehen. Ich verbrenne das einfach, ist mir egal. Bis das Glas explodiert. Geht natürlich nicht. Hallo? It's pork. Shaved ham, to be specific. The kind you put in a sandwich. Yeah. I'd like to know what it's doing in a basement that no one's been in for months. Ich mach das mal aus, Alter. Ich kann das echt nicht. Ich hab da den ersten Fall, das ist nur einer von mehreren Fällen. Und da sind noch verschiedene. Gott, ist das langweilig. Was? Tipp? Ah, you must finish processing the evidence with a computer. Nein! Ich komme nicht mehr aus dem Van. Der lässt mich nicht mehr aus seinem Van. Vor das Vergewaltigungsopferspiel. Jedenfalls, ja, man muss da die Fotos analysieren, dann muss man die Beweisstücke zusammentragen. Wenn man überhaupt welche gefunden hat, muss man die am Computer dann auch noch so zusammenschieben irgendwie. Ah, nee, nicht am Computer, hier in diesem Mäppchen hier unten. Ich glaube, wir haben schon 0 Beweisstücke. Hä? Welcome to the... Ah, jetzt kommt noch ein Tutorial. Oh Gott. Nein, ach, mit Escape kann ich nur pausieren. Es geht dann aber gleich weiter. Mhm. Ja, so sieht man, das ist, bitte weiterspielen. Ich glaube, es hackt. Dagegen ist Grimtail 6 echt beachtlich. Also Alt F4 funktioniert auch, ist ein Feature vom Game, wie ich gerade sehe. Huch, das Spiel ist weg. Ganz plötzlich, verstehe ich gar nicht. Boah, Alter. Das ist auf jeden Fall ein furchtbares Spiel. Das wollte ich eigentlich ursprünglich spielen. Ich habe ansonsten hier auch noch... Boah, das ist natürlich geil, aber das ist zu schwierig. Die Steuerung ist echt mies. Ich hätte hier ansonsten noch mal gucken, ob das funktioniert. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich probiere das gerade mal. Habe ich... Ich hoffe, das Ding hier ist gerade am... Nee, das war das Falsche. Ich hoffe, das Ding hier ist gerade am PC angeschlossen. Controller. Mal gucken, ob es funktioniert. Controller. Das Spiel war gut. Alter, ich glaube, es hackt. So. Ja, 4 haben wir schon Let's Played. Da, wenn ich das jetzt spiele, das haben wir ja schon als Let's Play. Da wollte ich aber das Add-on machen. Das mache ich dann aber wirklich als Let's Play. Du brauchst einen Sub-Button, Mods und Slow-Mo im Chat. Wieso? Hä, Slow-Mo? Ich kann ja alles gut lesen. Aber ich bin auch ein schneller Leser. So, auf jeden Fall. Ich guck mal ganz kurz. Sekunde. Mal gucken, ob das funktioniert. Das würde mich mal interessieren. Okay, ich open mal ganz kurz was. Das hier. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung. Huch, was ist das denn hier? Stelle sicher, dass du während des Spielens über ausreichend Platz verfügst. Geht. So, kann ich hier auch wieder raus? Ja. Rising Star Games. AQ Interactive. Gefühle Plus. Kennt keiner. Moment.
The Grudge. Wollte ich gerade mal gucken, ob das funktioniert. Scheint ja zu funktionieren. Das Problem ist einfach nur, dass die Steuerung echt beschissen ist. Die war schon auf der Wii beschissen. Jetzt fängt das schon wieder an. Geh weg. Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Huch. Oh, ich habe Escape gedrückt. Da geht das Spiel aus. Scheiße, das ist der blöde Emulator. Es tut mir leid. Ja, das ist Ju-On, aber das Problem ist einfach, dass wirklich die Steuerung extrem kacke ist. Die ist bei dem... Es liegt einfach am Spiel. Da ist wirklich die Steuerung so blöd einfach. Du kannst kaum gehen, so richtig so... Vielleicht können wir ja mal... Bernd und das Rätsel um Unterallerbach werde ich nicht spielen, übrigens. The Grudge für Arme? Nee, das Spiel an sich ist, glaube ich, ziemlich geil. Das Problem ist einfach nur, dass es halt wirklich, naja, das ist, das Spiel ist zu laut. Achso, ich habe jetzt wieder auf volle Lautstärke gestellt hier. So, warte mal. So, dann spiel es nicht. Kannst du die Belegung... Ja, ich kann die Belegung ändern im Emulator. Ich habe mir auch das Gamepad da extra angeschlossen dafür. Das Problem ist aber, dass die Response-Time von dem Spiel einfach so schwammig und so ist, dass es wirklich fast unspielbar ist. Es ist super ätzend auf jeden Fall. So, League of Legends, ja genau, weil bin ich ja Profi. Das ist super, mir dazu zu gucken, weil ich echt alle Tricks und Kniffe kenne. League of Legends ist genau mein Spiel. So, da muss man mir zugucken. Ich habe hier noch ein Horrorverzeichnis. Was haben wir denn da drin? Ach du Heilige. Da habe ich noch ein paar drin eigentlich im Horrorverzeichnis. Horror. Mal gucken, was ist denn hiermit? Das habe ich, glaube ich, auch nie. 1068. Wer will denn sowas? Mal gucken, ich probiere das mal ganz kurz. Graphics Quality Default. Hier gibt es als Option, als Auswahl, gibt es ja Graphics Quality, da kannst du ja mal High, Low, Bibabo einstellen. Gibt es hier Default. Okay, ich spiele mal in Default Qualität. Dann schau. Das ist voll verzogen hier gerade. Das ist gar kein Vollbild. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Sieht man das? Ich lege mal das Gamepad beiseite, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ach, da kann man schlafen. Das ist jetzt nicht so... Das ist auch ganz schön... Ist das laut? Ist das zu laut? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Ist das zu laut? Ist das zu laut? Geht das? Geht das? Also für die Leute, die Horror schlimm finden, das ist total harmlos. So. Ist es denn zu laut? Oder ist es okay laut? Ich brauche gerade noch mal Input, bevor ich jetzt... Ist okay, okay. Laut, okay. Aber lass es ruhig laut sein. Ziemlich laut. Obwohl, das ist doch ziemlich laut, weil ich muss mich ja selber... Ich gehe mal ganz kurz raus. Sekunde. Der stellt es immer wieder auf ganz laut. Hör auf, das auf ganz laut zu stellen. Okay. Und jetzt gehe ich wieder Wo ist denn das Spiel? Ich krieg's nicht leiser. Test, test, test. Ich mache mich einfach lauter. So. Jetzt bin ich lauter als das Spiel. Jetzt müsst ihr die Lautstärke runterdrehen. Tut mir leid. Ich bin jetzt sehr laut, glaube ich. Ein bisschen zu laut. Ich kann es leider nicht leiser einstellen hier, offenbar. Dum, dum, dum. Dum. Okay. Just wanna talk about this break-in business. Already checked it for you. You could get at least 20 bags. I have the front door key. Wir sind Einbrecher. Anything else? Make a map that blazes huge. Locked out. Wir sollen eine Karte anlegen. Es ist ziemlich groß. Ja, die Webcam hat die Level normal. Wir sollen 20 Geldsäcke finden und dann aufhauen. Hide and or run from threats. Preserve your stamina for dire situations. Wir sollen also nicht unbedingt rennen die ganze Zeit. Use a map. Wir sind jetzt in einem Haus. Wo sind wir denn reingekommen? Hä? Wir sind durch die Wand eingebrochen. Und es gibt Geldsäcke. Ich glaube, das werde ich nicht lange spielen, weil das echt extrem laut ist auf dem Ohr gerade. Wieso klaue ich die Geldsäcke, aber nicht diesen coolen Pokal? Urifax. Aha, mit M können wir eine Mappe sehen. Die ist total gut gemalt. So, der Stream stockt nicht. Keine verworfenen Frames. Okay, was ist der Sinn des Spiels? Man soll die ganze Zeit wie so...
Ich habe keine Ahnung, was mit den Augen auf sich hat. Ich bereue schon, dass ich das gestartet habe gerade. Ich gehe mal nach unten. Bläh. Also das Spiel ist total leicht. Scheiße, wie... Das war's? Ein fliegender Kopf? Was? Okay, ich probiere nochmal. Wir kriegen hier einen Geldsack. Wir starten in diesem Raum. Die alte ist unten. Wir sind oben, wie es aussieht. Ich gehe unter der Leiter durch, weil das viel Glück bringt. Das Blöde ist, so ein fliegender Kopf lässt sich natürlich auch vom Tisch nicht aufhalten. So. Was heißt das mit dem Auge? Ich kann Augen aufsammeln, ich weiß aber nicht, was das macht, ehrlich gesagt. Okay, das ist kein Sack, das ist einfach nur, da ist ein Sack. 3 von 20 Säcken haben wir, hier haben wir noch ein Auge. 2 Augen. Halt, war da noch ein drittes? Nein, das war nur Scheiße an der Wand. Hier ist noch ein Schlüssel. Da ist noch ein Auge. Ich weiß nicht, was ich mit den Augen machen soll. Kennt das überhaupt jemand? Ich weiß es gar nicht. In der Wohnung eine Leiter. Früher war der Geist hübscher, natürlich. Mit den Augen kannst du gucken, wo die ist. Ich weiß aber nicht, wie ich die einsetze, ehrlich gesagt. Ich glaube, die ist in der Nähe. Wie kann ich denn die Augen benutzen? Ich nehme das übrigens gerade nicht auf. Ich spiele das einmal gerade nur für den Stream. Ich weiß nicht, wie ich die Augen benutzen kann. Ja, der Titel ist falsch, weil wir vorher noch Dingens gespielt haben. Ja, Chiller, hau doch ab. Ciao, Chiller. Ich bleib hier in der Ecke. Okay, das Spiel ist echt ein bisschen blöd. Mit Q kann ich die Augen benutzen. Naja, jetzt ist, okay. Ich probier's noch einmal, aber irgendwie ist das Spiel ist auch nicht so... Ich glaube, als ich das erste Mal getestet habe, fand ich die alte echt gruselig. Aber da ist sie mir immer nachts auf dem Dachboden irgendwie entgegengekommen. Und da war das nicht so lustig mit dem Stream hier gerade. Okay, wir sammeln Augen. Das Problem ist nur, wir können zwar gucken, wo die ist dann wahrscheinlich. Aber das bringt uns wahrscheinlich auch herzlich wenig. Wieso kann die mit dem Kopf eigentlich durch die Türen fliegen? So, 2 von 20. Das ist ja schon mal erfreulich. 3 von 20... Kommt die immer in unsere Richtung? Ich weiß das gar nicht. Decker Brother, ihr geil. Gibt's hier keinen Sack? Kein Sack. Okay. Ich drücke mal Q. Ich weiß nicht, wo die ist. Keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, welcher Flur das war. Wahrscheinlich genau der, der hierher führt. Ich glaube, die ist im Keller. Kommt aber gerade die Treppen hoch, das heißt... Ich bin hier. Alter, ich bin ja entwischt. Man glaubt es gar nicht. Okay. Ich bin immer noch für Forest. Ja, Forest würde ich ja gerne machen. Das Problem ist nur, ich kann dann währenddessen... Das wird ja verfälscht dann. Ich kann ja den Spielstand nicht weitermachen. Ach, Mann. Hilfe. Alter, was macht der überhaupt für Schritte? Bam, 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 bam. Außerdem habe ich das Gefühl, die Alte hängt immer auf der Treppe rum. Mist, hier waren wir ja schon. Scheiße. Hä? Was? Hä? Was? Es ist hier. Ich bin stark beeindruckt von diesem Spiel. Ich mache mich mal wieder ein bisschen leiser.
Ich bin auf jeden Fall sehr stark beeindruckt von dem Spiel. Es ist gute Nacht, Marius. Oh, und ich muss mich anders hinsetzen gerade. Mal ein bisschen Beine entschlackern lassen. So. Sims also. Sims. Sims 4, wie spät ist es eigentlich? 1 Uhr morgens, alter Schwede. Vielleicht doch lieber Fable. Ne, Fable nehme ich ja auf. Das, wenn ich das im Stream aufnehme, dann ist bei Fable ist mir die Qualität wichtig, die Bildqualität. Das möchte ich nicht im Stream aufnehmen, weil das immer so huckelig ist dann immer. Dann wird das ja genauso 1:1 auf wie hier. Deswegen ist das so ein bisschen doof. So. Ja. Sims. Okay, ich lese ganz oft Sims, also probiere ich mal ganz kurz das Sims of Us. Da schaue ich mal ganz kurz. Wo habe ich das denn hier? Ich habe jetzt echt Grim Tales als Wallpaper im Hintergrund gesehen gerade. Ich habe mir wirklich Grim Tales als Hintergrund gemacht. Ist ja ein Traum. Ich freue mich sehr. Wo habe ich denn Sims? Da muss ich jetzt, glaube ich, hier. Wo ist denn. Hä, habe ich. Ach, ich habe Origin gar nicht offen, weil ich Neustart gemacht habe. Jetzt muss ich mal so. Wie finde ich denn das jetzt? Replay Start Button. So. Hier fliegt eine Schnake rum. So, Origin mal eben starten. Moment. Boah, Air Control habe ich, glaube ich, gespielt. Das ist auch das, wo man durchs Flugzeug läuft und sowas, ne? Das fand ich, eigentlich fand ich es lustig, aber sehr durcheinander, wenn es das war. Das mit den Augen gerade fand ich echt lahm, muss ich zugeben. Ich dachte, das wäre echt viel fürchterlicher. So, bla bla bla, hinfort. Nein, Titanfall will ich nicht spielen. Starte mit allen Extras. Ja, nö, ich starte einfach Sims 4. So, mal gucken, ob das klappt. Ich weiß jetzt aber noch nicht genau, was wir da machen dann. Kann ich noch nicht genau sagen. Ja. Hallo? Startet der es auch? Jetzt startet das, okay. Na komm schon. EA Max. Ja gut, ich höre schon auf. Okay, ja, ein ganz tolles Sims-Logo fliegt hier heran. Na gut. Spielst du irgendwann mal Alice Madness Returns? Ja, 100 Pro sogar. Und ich rufe Sarazan nicht um 1 Uhr nachts an. So, Marvakus ist ein Nazi. Das ist, vielen Dank für dein Outing. Ich befürworte das nicht unbedingt. Hau doch einfach einen Film rein. Genau. Darf man bei Twitch eigentlich Filme streamen? Ja, Silent Hill wollte ich nicht nur spielen, das wollte ich aber aufnehmen. So. Und ja, ich will jetzt unbedingt eine Bachelorarbeit lesen. Das ist genau die richtige Zeit dafür. So. Einen neuen Haushalt erstellen. Ich mache das aber im Moment. Ich mache das jetzt nicht, dass wir, ich spiele jetzt nicht anderen Spielstand weiter, natürlich. Ich spiele jetzt nicht anderen Spielstand weiter. Sondern, ich mache das anders. Boah, Alter, da ist so viel, hier scrollt gerade so viel durch. Man darf nicht, was? Fallout? Ja, jeder will ein anderes Spiel. Wir müssen uns auf irgendwas festlegen und natürlich, egal welches Spiel ich spiele, nicht jeder wird damit einverstanden sein. Das ist ganz normal. Ob das jetzt Horror ist, ob das jetzt Sims ist, Alter, wie bunt das Spiel neben mir aussieht, weil die Webcam alles so farblos grün-grau macht. Ich bin farblos grün-grau. Ja, ich brauche eine andere Cam. Das ist mir schon aufgefallen. So, Lord Greygrey haben wir schon. Den haben wir doch schon. Der kam vorgestern, glaube ich, sogar in der Folge. Und ich würde gerne mal ganz kurz... Unturned. Ich finde Unturned gar nicht so spannend, ehrlich gesagt. So, Community. Ich erstelle mal eben kurz eine neue Familie, aber das mache ich natürlich wieder so, dass ich... Oder? Mache ich das? Ich weiß es gar nicht. Wegen Commander 3. Nein. Ja, Sims ist langweilig, pipapo, natürlich, Sims ist super, Sims ist langweilig, egal was ich spiele, es wird die gleichen Kommentare geben, das Spiel ist doof, mach was anderes, wird es immer geben, ich kann es nicht allen recht machen, es tut mir echt leid, ich kann mich nur bemühen und gerade eben hatten wir Horror, das war total schlimm und davor hat man das Oma-Spiel, das wirklich allen gefallen hat, vielleicht sollte ich das einfach bis zum Ende weiterspielen, ich glaube nicht. So, ich wollte eigentlich alle.
Ich find's doof, dass hier am Anfang immer Maxis eingestellt ist. The Last Door ist wirklich toll. Aber das ist auch eine Sache wieder fürs Aufnehmen eigentlich. Und das ist schwierig, wenn man, ich glaube, wenn man Adventures spielt, ist es, glaube ich, schwierig, wenn man die im Stream spielt, weil dann viel gespoilert wird, würde ich wetten. Und jedes Rätsel dann wahrscheinlich auch da schon vorweggenommen wird. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, wat, wer? Wat? Muss ich grad... Oh, das, da hat sie gerade was abgemeldet. Ach hier, Johnny Depp, sieh an. So, Sophia, Benedikt, Ju, blablabla, aber ich suche gerade tatsächlich, ich suche mal ganz kurz nochmal an den Schlümpels. Ich wollte nämlich noch einen Haushalt erstellen. Was für Spiele hat der Gronkh zur Auswahl? Ja, generell ja alles. Was Spiele angeht, da bin ich, glaube ich, ganz gut besetzt. Die Schlümpels, was ist das denn? Never ever. Außerdem, glaube ich, Tränenmond wird lesbisch. Hab da so ein Gefühl, ich weiß es nicht genau. So, weil, wer nämlich noch fehlt? Black Mirror, was, jetzt stehen hier tausend andere Spiele. Boah, das möchte ich echt gerne mal machen. Einen von diesen überproportional fetten Sims. Ich weiß gar nicht, gibt's die noch? Ich habe die jetzt gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, die wurden aussortiert, oder? Schlümpels. Das sind alle Schlümpelfamilien? Aktuell? Kann ich nicht einfach alle machen? Downloads alle. Aha. Aha, ja, Schlümpels Haus. Ach, ist das das alte Haus noch aus Sims 3? Weiß ich gar nicht. Nee, das ist das neue. Ach, das ist das neue hier aus Sims 4. Ich dachte, ich war gerade erfreut, aus Sims 3 das Haus zu sehen. Die Schlümpels? Na, ich glaube ja nicht so. So, das sieht auch aus wie Frikadella. Wo ist denn... Ich suche mal ganz kurz nach Frikadella. Ich würde echt gerne mal sehen, wie so ein übermäßig fetter Sim... Wenn es die überhaupt noch gibt. Ist der übermäßig? Ich weiß gar nicht. So richtig über alle Maßen. Ich glaube, die haben sie rausgenommen, oder? Peter, der Frikadella mag. Ich glaube, die übermäßig fetten, die mit dem Regler verhunzt wurden... Was ist das denn? Alter, ihr Gesicht. Boah, die würde ich gerne nehmen und aus der... Also, boah, die würde ich gerne nehmen.